Hallo Sportsfreunde und willkommen zum 15. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021-22. Ja, ihr habt's am Vorschaubild schon gesehen. Ja, ich trinke Tee. Ja, habe ich schon. Ah, nee, ihr wisst noch gar nicht, weil ich hab... Ja, die Karrieremodus-Folge kommt, glaube ich, erst nach diesem Video. Ja, da habe ich auch nochmal ungefähr genau gesagt, warum. Ja, am Sonntag keine Videos kamen. Deswegen erwähne ich es in dem Video jetzt nicht. Es geht nur noch um die Prediction. Und da starten wir rein mit letzter Woche. Und da muss man einfach nur sagen, es war gut. Ja, 4 Spiele nicht richtig getippt. Davon 2 am Samstag, 2 am Sonntag. Ja, hätte ich halt nicht gedacht, dass Mainz gegen Wolfsburg 3-0 gewinnt. Ja, und Gladbach 6-0 gegen Freiburg auf die Fresse bekommt. Ja. Einfach 6-0 auf die Fresse. Ja, und ich habe einen 3-3 getippt gehabt. Also, ja, und die Hertha hat auch gut gespielt gegen Stuttgart. Ja, und 2-2 rausgeholt. Ja, über die Bayern, da rede ich nicht drüber. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. 2-2 wäre verdient gewesen, fertig. Ja, weil ich auch getippt hatte. Elfmeter war für mich so, dann hätten wir aber auch ineinander vorgehen müssen. Aber naja, das ist jetzt wurscht. Wir gehen an diesen Spieltag. Ja, insofern war der Spieltag der Tore gewesen. Ob es dieser Spieltag auch wird, ist die andere Frage. Aber wir fangen an, 10. Dezember. Freitag, 1. FC Köln gegen FC Augsburg. Ja, das wird kein allzu spannendes Spiel. Das wird einfach 2-1 aus für Köln. Ja, dann haben wir das nächste Spiel. Der FC Bayern München, Mainz gegen Mainz 05. Ja, es wird ein torreiches Spiel, muss man sagen. Weil die Abwehr bei den Bayern, man sieht es immer wieder. Man hat es auch jetzt am Mittwoch gesehen bei gegen Barca, aber auch nicht die beste Abwehrleistung hinten, aber ja, gegen Mainz gewinnen die Bayern einfach trotzdem mit 4-2. Ja, weil es wäre jetzt von Bayern selber blöd, wenn sie es verlieren würden und Dortmund gewinnen würde, dann hätten sie ist dieser Sieg gegen Dortmund ja nicht relevant. Ja, aber naja, dann ist die Liga erst recht wieder spannend. Dann haben wir Hertha BSC Berlin gegen Arminia Bielefeld. Die Hertha könnte wieder zurückkommen, ja. Spielen aber mal wieder unentschieden gegen Arminia. Das nächste Spiel ist der VfL Bochum gegen Borussia Dortmund. Ja, Borussia Dortmund ist ja aus der Champions League komplett raus. Ja, weil sie auch ja in der vermeintlich schwächsten Gruppe nicht weitergekommen sind. Ja, aber Europa League ist auch nicht schlecht. Ja, vielleicht gewinnen sie da. Ach nee, warte mal. In Barcelona dort dann gut spielt, dann ja. Naja, das ist wurscht. Wir haben jetzt hier dieses Spiel und das ist Bochum gegen Dortmund. Ja, und es gewinnt Dortmund mit 3-2. Ja, auch wenn ich mir wünschen würde, dass Bochum unentschieden spielen würde, weil Bochum besetzt richtig gut spielt. Muss man so sagen als Aufsteiger. SC Freiburg ist das nächste Spiel gegen Hoffenheim und das gewinnt der SC Freiburg mit 3-1. Nicht mehr als 3 Tore machen sie in dieser Partie jetzt nicht. Würde ich aber mal so behaupten. Ja. Dann haben wir das nächste Spiel. RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, man könnte meinen, ich tippe auf eine Niederlage für Gladbach. Aber nee, das tue ich nicht. Ich tippe auf einen Sieg für Gladbach. Weil Gladbach, ja, die können das eigentlich. War vielleicht auch nur ein Ausrutscher mal wieder, wie bei Bayern gegen Gladbach, wo Bayern ja auch mal 5 Tore kassiert hat und danach auch wieder so ein bisschen gut gespielt hat. Aber dann haben wir das nächste Spiel. Wolfsburg, warte mal. Halt! Das Topspiel der Woche ist der VfL Wolfsburg gegen der VfB Stuttgart. Ja, VfB Stuttgart, apropos VfB Stuttgart. Schaut gerne mal bei meiner Spielerkarriere vorbei. Ja, und dann haben wir natürlich
ein Sieg für Wolfsburg, auch wenn Wolfsburg jetzt komplett aus der Champions League rausgeflogen ist. Sie haben 3-1 gegen Lille verloren. Naja, war okay von Wolfsburg, ja. Der Gruppe kann man rausfliegen, finde ich. So. Dann haben wir die Sonntagsspiele. Erstes ist Guter Fürte für Union gegen Union Berlin. Und das ist ganz einfach, das gewinnt Union. Weil Fürth leider wieder absteigen wird. Ja. Dann haben wir Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen. Das ist das letzte Spiel dieses Spieltages. Und das gewinnt Bayer 04 Leverkusen mit 2-1. Ja. Es wird eine spannende Liga, würde ich mal sagen. Ja. Es sind jetzt nur noch gerade mal 2 Spieltage. Einmal, glaube ich, jetzt Dienstag und dann Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag, oder glaube ich. Dienstag, Mittwoch, glaube ich. Ja, also kommt bald wieder eine Prediction. Freut euch drauf. Also Leute, ich würde sagen, Daumen nach oben da lassen. Abo da lassen auf diesem Kanal. Und dann würde ich sagen, Leute, Tipps gerne auch in die Kommentare, was eure Tipps sind. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.